Ich glaube, für die Sichtbarkeit von der Vielfalt in der Kultur, was ja schon bereits der gesellschaftliche Ist-Zustand ist, in dem wir uns befinden, braucht es einfach eine größere Flexibilität von verschiedenen AkteurInnen und EntscheidungsträgerInnen in verschiedenen Handlungsebenen. Für ein neues Kulturverständnis, was auch gemeinsam ausgehandelt werden muss und auch ein Verständnis für neue Ästhetiken, die möglicherweise jenseits der Deutungshoheiten liegen, die wir bereits kennen. Und ich glaube, dass die Praxis davon, je nach in welchem Arbeitsfeld wir uns befinden, möglicherweise unterschiedlich aussehen kann. Ich persönlich setze da sehr, sehr viel auf Kommunikations- und Beziehungsarbeit, weil ich glaube, Teamzusammenstellung, was Leitungsrunden angeht, was Dramaturgierunden angeht, was auch Zusammensetzung von Juries angeht, beispielsweise. Das ist ja der Beginn von allem, auch bei der Ausgestaltung von verschiedenen Förderprogrammen beispielsweise. Und da halt immer wieder in so einen Hinterfragungs- und gemeinsamen Aushandlungsprozess zu gehen, also wo stehen wir denn eigentlich mit unseren Deutungshoheiten? Und wie kann es denn möglich sein, das halt eher in so einen fluideren Prozess zu bringen, um auch möglicherweise etwas zu entdecken, gemeinsam auch, was bisher noch keinen Ausdruck findet. Ich erwarte tatsächlich von diesem Fachkongress, dass viele Menschen mit verschiedenen Expertisen aus verschiedenen Arbeitspraxen und Ökonomien zusammenkommen werden, um sich gemeinsam Fragestellungen zu widmen, die sich eben genau aus ihrer praktischen Arbeit ableiten. Also alles, was sich ums Themenfeld der Diversität dreht. Und ich glaube, dass wir dadurch in diesen Räumen, auch in den Workshops und in den Austauschräumen Erkenntnisse generieren werden, die sonst nicht so leicht zu erlangen sind und die auch hoffentlich sehr gut zu übersetzen sein werden, wieder zurück in die jeweiligen Arbeitspraxen der beteiligten Personen.